Blick über eine Stadt. Zwischen hellen Häusern mit flachen Dächern steigt schwarzer Rauch auf. Aleppo. Meine Stadt. Einblendung internationaler Filmpreise. Ward, eine junge Frau mit dunklem Haar, filmt sich im Spiegel. Eine demonstrierende Menge. Unsere Revolution ist friedlich. Muslime und Christen gemeinsam. Ich filme weiter. Der Flur eines Krankenhauses. Es gibt mir die Rechtfertigung, hier zu sein. Qualm steigt auf. Jeden Tag geht das so. Ward und ein junger Arzt. Keiner von uns ahnte. Hey, Hamzeh. Dass unser altes Leben hinweggefegt werden würde. Polizisten schlagen auf Demonstranten ein. Auf dem Rand eines blauen Waschbeckens ein Schwangerschaftstest. Ward im Spiegel. Hamzeh, ich bin schwanger. Das Bild wird schwarz. Der Kopf eines schlafenden Babys. Summer. Summer. Summer hält die Augen geschlossen und lächelt. Summer. Rauchschwaden über Aleppo. Diesen Film habe ich für dich gemacht. Ein lebloses Kind wird ins Krankenhaus gebracht. Du sollst verstehen, warum dein Vater und ich uns so entschieden haben. Hamza bei einer Herzmassage. Fröhliche Pflege im Pausenraum. Ein Kind springt in einen Bombenkrater voller Wasser. Ein Junge weint auf einem Balkon. Ward im Brautkleid und Hamza im Konfettiregen. Das Paar in einem verschneiten Hof. Ich liebe dich so sehr, sogar mehr als den Schnee. Summer im Bett mit Milchflasche. Viele Luftangriffe heute, was? Ward steht vor einem Bett und zuckt zusammen. Summer, ich weiß, du verstehst, was passiert. Ein totes Kind wird betrauert. Hamza küsst Summer. Ich sehe es in deinen Augen. Das Licht im Krankenhaus flackert. Ward filmt sich und den erschöpften Hamza in einem Fahrstuhl. Du weinst nie, wie es jedes Kind tun würde. Panik auf der Straße. Geht rein! Ein belebter Flur, eine Explosion, überall Rauch. Das bricht mir das Herz. Das Krankenhaus wurde bombardiert. Meine Tochter ist da drin. Einblendung, einen solchen Film hat es noch nicht gegeben, The Times. Rauchschwaden über Aleppo, am Horizont die orange leuchtende Sonne. Hamza vor dem Krankenhaus unter Tränen. Ward, Summer eingekuschelt in einem Handtuch. Summer, wirst du mir das je verzeihen? In hellen Lettern vor dunklem Hintergrund, Oscar-Nominierung, bester Dokumentarfilm. For Summer, ab 5. März im Kino.